Können winzige Parasiten eine größere Rolle bei der Entstehung von Krankheiten wie Krebs oder Depressionen spielen? Wie identifiziert man diese unsichtbaren Feinde und welche Auswirkungen können sie auf unsere Gesundheit haben? In unserem heutigen Gespräch mit Dr. Manfred Döpp tauchen wir tief in die oft übersehene Welt der Parasiten ein. Dr. Döpp wird uns aufzeigen, welche Parasiten besonders problematisch sind, welche gesundheitlichen Störungen sie verursachen können und wie man effektiv gegen sie vorgehen kann. Wenn du deinen Körper besser verstehen und vor den verborgenen Bedrohungen schützen möchtest, dann solltest du dieses Video nicht verpassen. Klicke auch auf Abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview-Ausschnitt. An welchen gesundheitlichen Problemen können Parasiten beteiligt sein? Ja, leider an sehr vielen, ich will nicht sagen an allen, aber doch an viel mehr, als wir denken. Ich meine, das Hauptthema ist natürlich Krebs, das ist klar. Und ich lernte vor 30 Jahren Tamara Lebedeva kennen aus Russland. Sie war damals in Berlin und ich hatte damals Kontakt zu einer ganzen Reihe von russischen Wissenschaftlern. Und sie hat dann einen Vortrag gehalten in Berlin und ich war fasziniert von den Beweisen, die sie vorlegen konnte. Sie ist ja ausgebildete Biologin und konnte an vielen Beispielen beweisen, dass Trichomonaden eben nicht nur Krebs befördern, sondern dass sie Krebs sind. Dass also die Tumore in Wirklichkeit Ansammlungen von Trichomonaden sind, die dann aber ihr Aussehen verändern, sobald sie einen Tumor bilden. Und sie konnte dann auch nachweisen, dass mit Metronidazol, dem chemischen Mittel gegen Trichomonaden, man Erfolge erzielen konnte. Und das wird erstaunlicherweise jetzt auch schulmedizinisch wieder gefunden oder erstmals gefunden, dass Metronidazol ein Krebsvorbeugungsmittel ist und sogar ein Krebsheilmittel ist. Da Metronidazol aber auf die Krebszellen selber ja so gut wie keine Wirkung ausübt, sondern die Trichomonaden tötet, kann man doch den Rückschluss ziehen, dass an der Trichomonadentherapie etwas Wahres dran ist. Aber dieser Rückschluss wird dann üblicherweise nicht vorgenommen, sondern es wird einfach hier und da mal ein Mittel, von dem man es bisher nicht wusste, unter die krebswirksamen Mittel eingereiht. Zum Beispiel auch Artemisia annua, der einjährige Beifuß, war ja lange Zeit als Krebsheilmittel überhaupt nicht bekannt, auch nicht als Vorbeugungsmittel. Inzwischen, seit man gemerkt hat, es wirkt gegen Viren, merkt man auch, es hat eine Krebsheilwirkung. Das heißt, die Viren sind auch an der Krebsentstehung mitbeteiligt. Man kann da nicht einem Monismus frönen und sagen, es sind nur die und oder jene Erreger, sondern es sind in jedem Einzelfall Erreger beteiligt an der Krebsentstehung. Aber es sind verschiedene, nicht nur ein und dasselbe Virus oder Bakterium oder Protozoon oder Parasiten. Aber auch da muss man sagen, das Milieu wird durch Parasiten ins Negative verändert. Wir kennen ja Parasiten, die höchstpersönlich sich auf den Weg durch den Körper machen und schließlich sogar im Gehirn landen. Manche Parasiten schaffen das. Sie haben die nötigen Enzyme, um sich durch den Körper zu knabbern quasi. Aber andere Parasiten wiederum sezernieren Stoffe, die sich dann im Körper verteilen, die in die Zellen gehen, in die Mitochondrien, in die Zellkerne und dort üble Wirkungen zeitigen. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich
unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Das Hauptbeispiel sind ja die Toxoplasmen, die wissenschaftlich anerkannt, ausnahmsweise mal, die in der Lage sind, das Gehirn zu manipulieren, sodass man depressiv wird, keinen Antrieb mehr hat und sogar eine Selbstmordneigung bekommt und weiß nicht woher. Mhm. Wenn man jetzt Toxoplasmen hat im Unterleib üblicherweise und dann aber depressiv wird, dann ist höchstwahrscheinlich ein Zusammenhang. Und auch hier muss man dann die Toxoplasmen angehen, denn solange das Milieu positiv ist für die Parasiten, werden sie sich auch vermehren. Und die Behandlung nur über das Milieu ist schwierig, denn das bedarf nun mal einer Entsäuerung und einer Zufuhr von vielen Stoffen, an denen wir einen Mangel haben, was wir gerade ja schon erwähnt hatten. Aber die Toxoplasmose ist auch eine Krankheit unserer Zeit, genauso wie die Trichomoniasis und die Chlamydiose. Auch die vermehren sich phänomenal. Und wenn die Patienten fragen, ja, wie komme ich denn da dran? Dann sage ich, nicht etwa der Partner ist der Auslöser, das wird dann immer nur ärgerlich, sondern ich sage, öffentliche Toiletten. Wenn ich mit den Händen öffentliche Toiletten berühre und dann irgendwann eine Nahrung berühre und in den Mund führe, dann kann ich mir schon die Parasiteneier oder eben die Protozoen zuführen. Das beruhigt dann die Patientin, dass sie sich keine Sorgen machen müssen über die Partnerschaft. Und Haustiere sind ja auch ein nicht zu vergessener Faktor, wenn ich mir anschaue, wie weit Hunde und Katzen verbreitet sind, beziehungsweise, ja, dass die teilweise mit in den Betten schlafen oder die abgeknutscht werden. Eben, auch das ist ein kurioses Zeichen der Zeit. In meiner Jugend, da lebten die Hunde im Garten und hatten eine Hundehütte. Und die Katzen, die hatten eine Klappe, da konnten sie rein und raus, aber sie waren auf keinen Fall im Schlafzimmer. Es kam auch keine Katze ins Bett. Und heutzutage ist diese Tierliebe in Anführungsstrichen, die ja in Wirklichkeit eine Selbstliebe der Menschen ist, denn sie wollen den Tieren Energie abziehen, worunter die Tiere dann leiden und krank werden. Diese Tierliebe ist heutzutage nicht mehr in Ordnung. Man könnte auch sagen, es ist eine Perversion, aber so weit würde ich dann nicht gehen. Aber es sollte jeder Tierliebhaber daran denken, dass die Haustiere von Hygiene keine Ahnung haben. Eher das Gegenteil. Haustiere halten von Hygiene gar nichts. Und darunter leiden dann die Männchen, die Herrchen und die Frauchen. Ja, und vor allem, wenn die Haustiere noch, sagen wir mal, nicht natürlich gehalten werden und auch also eher unnatürliches Futter bekommen, dann ist es ja für ihr eigenes Immunsystem, ihr eigenes Körpermilieu auch nicht gerade förderlich. Und dann können sich auch Parasiten bei ihnen stärker ausbreiten. Das war ein faszinierender Einblick in die verborgene Welt der Parasiten und ihre möglichen Auswirkungen auf deine Gesundheit. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du dich vor diesen unsichtbaren Bedrohungen schützen und deine Gesundheit optimieren kannst? Dann durchstöbere doch mal unseren Kanal, wo dich viele weitere spannende Interviews und Themen erwarten. Klicke auch auf Abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keines unserer Videos zu verpassen. Teile bitte auch deine Meinung und Erfahrung zu dem heutigen Thema hier unten in den Kommentaren und tausche dich doch sehr gerne mit unserer Community aus. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und ich hoffe, dass wir dich beim nächsten Video wieder begrüßen dürfen.